selber zu uns trennen und sagen, macht man nicht. Ich hab gejammert. Ich hab gejault. Warum habe ich keine reichen Eltern? Warum habe ich so einen scheiß Job? Warum sind Männer so scheiße? Also das Trauma Männer habe ich noch bearbeitet. Blonde Frauen ist noch manchmal schwierig. Mal war ein Spaß. Hat Spaß. Essen Sie. Essen Sie viel. Essen Sie ganz viel. Ja? Lassen Sie gut schmecken. Was machen wir Frauen dann? Wir gehen zum Friseur. Und jetzt kommt etwas, das verstehen nur wir Frauen. Ich hatte Haare bis zum Po. Und ich gehe zum Friseur und sage, Haare ab! Der Friseur sagt noch, ich sage, nein, alte Zöpfe müssen weg! Und jetzt kommt der Teil, den nur Frauen verstehen. Der Friseur macht genau das, was ich ihm gesagt habe, mit dem Ergebnis, dass ich heulend beim Friseur raus bin, mit den Worten, jetzt habe ich nichts Schönes mehr an mir. Hat also auch nicht geholfen. Guck mal, er lächelt so nett hier. Wie heißen Sie mit Vornamen? Kai-Uwe. Was machen Sie? Welche Branche? Im Großhandel. Super. Lebensmittel, sagen Sie mal ganz kurz. Nein, wir verkaufen alles, was Dachdecker betrifft. Ah, Dachdeckerverkauf. Super. Jetzt ist mein Bruder zufällig Dachdecker, passt, aber ich habe 5 Geschwister, das ist jeder Job dabei. Also, jetzt haben Sie meinem Bruder oder mir, ich bin jetzt auch Dachdeckerin, haben Sie was verkauft. Was kann ich heute Abend meinem Mann zu Hause erzählen, warum ich nur noch bei Ihnen kaufe und bei keinem anderen Dachdecker Großhandel? Bester Service der Welt. Bester Service, sagt er. Toll, Schätzchen, Trost, Schokolade. So. Wenn Sie, so geschult wie Sie sind, schon etwas hören, was Sie schon mal gehört haben. Denn kein Trainer auf der Welt kann das Rad neu erfinden. Und jetzt macht unser Kopf was Böses. Er sagt dann, kenne ich schon. Und immer wenn Sie den Gedanken haben, kenne ich schon, ist die Lampe zwar an, aber keiner mehr zu Hause. Die Kunst ist aber nicht, kenne ich schon, sondern kann ich schon. Sie müssen sich also immer fragen, kenne ich oder kann ich, wenn Sie etwas gehört haben. Denn wir Menschen sind ganz oft Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Merci. Vielen Dank. Vielen Dank.